Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe-Video. Heute schauen wir uns mal die Strun Prime an. Eine Schrotflinte, wie man sieht, eine halbautomatische. Die ballert schon ganz ordentlich rein. Und wie der Bild dazu aussieht, das schauen wir uns gleich an. Und das sind wir auch schon und so sieht das Ganze aus. Ich habe reißende Kerbe mitgenommen für etwas mehr Schnitt. Danach kalte Sprengung für Kälte und Statuschance, giftige Flut für Gift und Statuschance, gibt dann zusammen den Viruseffekt. Danach noch Halbauto, Schrotflinten, Kanonade, nur mit halbautomatischem Abzug kompatibel. Feuerrate kann nicht geändert werden, plus 240% Schaden und 1,5 Durchdringung. Danach galvanisierte Hölle für Mehrfachschuss und noch mehr Mehrfachschuss. Dazu kritische Abbremsung mit mehr Crit-Chance, also 200%. Und dafür minus 20% Feuerrate. Primed Verwüstung, 110% Crit-Schaden. Und dazu noch Primed aus nächster Nähe für 150% Schaden. Da geht aber noch ein Punkt rein, das heißt, man kann da noch ein bisschen mehr drauf pushen. Danach beim Exilus-Slot ist galvanisierte Beschleunigung drin, 30% Projektilgeschwindigkeit, Strahllänge bei Kill. Jawohl, für mehr Projektilgeschwindigkeit halt. Genau. Und danach, das Arcana habe ich mich für primäre Unerbitterlichkeit entschieden. Ich bin jetzt nicht derjenige, der unbedingt immer auf den Kopf ballert. Wäre natürlich das Beste, aber ja, beim Zielen habe ich es halt nicht so gut. Bei der Schrotflinte ist es ein bisschen was anderes. Aber gut, wer bisschen mehr geübter ist als ich beim Zielen, der kann da natürlich dann den Deadhead mitnehmen, anstatt primäre Unerbitterlichkeit. Aber bei mir sieht es so aus. Gut, und wie das Ganze in Englisch aussieht, blende ich euch jetzt auch noch ganz kurz ein, damit ihr da nicht großartig übersetzen müsst. So, und wie das Ganze in der Praxis aussieht, schauen wir uns auch noch gleich an. Die Gegner stehen schon bereit. Korrumpierte Kanoniere, Level 170, aufstellende Pfad. So, und wie das immer so ist, ne, alle Anfang ist schwer. Ihr seht, 1, 2, 3, 4 Schüsse. Der Gegner liegt, ne, das Ganze deckt sich dann mit der Zeit auch noch. Das heißt, es geht dann mit der Zeit ein bisschen schneller, dass die Gegner liegen. 1, 2. Also, mit guten 2 Schüssen, zumindest kopfmäßig, sind die Gegner weg. Na, 170er auf stellender Pfad. Ich meine, es geht wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber ich glaube, es ist nicht allzu schlecht, würde ich mal sagen. Zu der Waffe selber vielleicht noch, das ist gar nicht meins. Gar nicht mein Stil. Schrotflinten sind überhaupt nicht meins. Auch wenn ich damals die Sternenkarte mit der Hack durchgespielt habe, sind einfach Schrotflinten überhaupt nicht meins. Bis vielleicht auf die die Hack halt von damals. Ja, aber jetzt die Strun Prime ist überhaupt nicht meine Waffe. Ich weiß nicht, vielleicht spielt sie jemand von euch. Würde mich natürlich brennend interessieren. Und auch wie ihr sie spielt, das würde mich auch noch brennend interessieren, aber mein Schlussfazit zu dieser Waffe ist, es ist überhaupt nicht meins. Es ist auch nicht so mein Stil, ne? Ich stehe eher auf andere Waffen, aber ne, Strun Prime, ich hab's versucht, ich habe da ein bisschen herumgebastelt, ziemlich lange sogar, bis ich etwas Anständiges zusammengebastelt habe. Mit dem hier bin ich einigermaßen zufrieden mit diesem Bild. Aber mit der Waffe allgemein bin ich nicht großartig warm geworden. Das heißt, die wird jetzt wieder irgendwo in der Ecke landen und wird dort ja, richtig verstauben. Und ich werde sie wahrscheinlich nie wieder anfassen.
Gut, zumindest ist das eher mein Ding. Ich weiß nicht, vielleicht andere jetzt eher auf Shotguns und sagen, doch, Sturmprime ist meine absolute Lieblingswaffe. Meine wird es niemals sein. Gut, das wäre es dann gewesen von diesem Video. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.